Hallo und herzlich willkommen auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zu diesem Channeling zum aktuellen Zeitgeschehen. Ja, ich bin für euch mal wieder in die Akasha-Chronik gegangen und habe am goldenen Tisch die Meister getroffen und gefragt, was wir wissen dürfen zu dem aktuellen Zeitgeschehen. Und es kam eine, wie ich finde, sehr wundervolle und verbindende Botschaft für uns. In dem Channeling hatte ich den Eindruck, dass die restlichen Meister und Lehrer am goldenen Tisch eher ja, wirkend zuschauend saßen und eine Präsenz im Vordergrund war, die gesprochen hat. Ich wünsche dir ja von Herzen, dass es dich erbaut und tröstet und aufbaut und ermuntert. Denn die Botschaft in diesem Channeling ist auf jeden Fall sehr verbindend und ich finde eine sehr wichtige Botschaft für uns alle. Hallo liebe Meister und Lehrer, ich komme zu euch jetzt in die Chronik, um euch über das aktuelle Zeitgeschehen zu befragen. Könnt ihr mir irgendwelche Informationen dazu geben, was hier momentan geschieht? Welche Kräfte hier wirken und was für uns wichtig ist, in der momentanen Zeit zu wissen. Mein liebes Kind, wir haben dich schon erwartet und freuen uns, dass du hier bist. Wir wussten schon vor Tagen, dass du kommen würdest, auch wenn du es selbst noch gar nicht auf dem Plan hattest. Wir sind hier am goldenen Tisch zusammengekommen, um dir zu berichten, dass Großes in der Welt ansteht. Doch ihr sollt auch wissen, dass ihr euch nicht fürchten sollt. Denn überall auf der Welt gibt es Brennpunkte, schon seit vielen, vielen Jahren. Doch ihr sollt euch nicht fürchten deswegen, sondern ihr sollt Frieden und Liebe verbreiten. Das ist eure Aufgabe in diesen Zeiten, die ihr diese Aufzeichnung hier hört. Lasst euch nicht in Angst bringen, sondern seid im Frieden. Denn wer Frieden denkt, wird Frieden ausbreiten und wird Frieden sehen. Wir hier sind bestrebt, Frieden über euch alle zu bringen. Doch wenn der Same des Friedens in euren Herzen nicht aufgehen mag, weil ihr euren Fokus zu sehr auf Hass und Neid und Missgunst und Furcht vor allen Dingen richtet, dann kann die Saat der Liebe und des Friedens nicht in dem Maße gedeihen, wie wir es uns wünschen würden. Seid versichert, dass wir alles tun werden, damit es so gut wie möglich gedeihen will. Wir wissen um eure Ängste, die ihr Tag für Tag durchlebt, auch um euer Erleben, was ihr tatsächlich erlebt, was durchaus Angst machen kann und auch Sorge beinhalten kann. Doch gebt dieser Angst keinen Raum. Gebt dem Frieden und der Liebe Raum. Wir sagen euch hier, dass es Grenzen gibt. Und diese Grenzen wurden überschritten. Ja, deine Gedanken sind hier, ob es hier um Landesgrenzen geht. Ja, wir meinen damit auch Landesgrenzen. Wir meinen damit aber auch die inneren Grenzen eines jeden Menschen. Denn damit beginnt die Übergriffigkeit. Wenn man die Grenzen des anderen nicht beachtet, dann geschieht Übergriffigkeit. Und dies geschieht jeden Tag im Kleinen und hier geschieht es im Großen. Es ist eine Übergriffigkeit, die hier geschieht und es ist wichtig, dass der Mensch selbst in sich geht und seine Grenze wieder findet. Wo ist deine natürliche Grenze? Wo hast du Grenzen oder wo hast du zugelassen, Grenzen zu überschreiten, dass man dich zu etwas nötigt oder genötigt hat, das du nicht wolltest? Es ist wichtig,
dass die Menschen ihre Grenzen wiedererkennen. Wo liegen Grenzen? Es gibt in dieser Welt so viel Grenzenloses, wo kein Einhalt geboten wird, wo zu lang zugeschaut wurde, wo nicht beachtet wurde, eines anderen Empfindens. Es ist wichtig, dass ihr diese Grenzen wieder seht. Und eine Übertretung der Grenzen jedes Einzelnen sind in Kriegen der Spiegel des globalen Seins, was ständig überschritten wird. Und seid versichert, wenn ihr Frieden und Liebe hineingebt und eure persönlichen Grenzen in Liebe steckt. Mit Grenzen setzen ist nicht gemeint, dass ihr andere ausschließt, sondern es sind liebevolle Grenzen, die damit zu tun haben, dass ihr euch selbst schützt. Und wenn ihr euch selbst schützt, schützt ihr auch den anderen. Vielleicht könnt ihr diese Aussage noch nicht verstehen, aber in eurem Herzen mag diese Aussage gedeihen und mag Frucht tragen. Es ist so wichtig, dass ihr euch liebevolle Grenzen vorstellt. Diese Grenzen sind umzäunt von Lichtstrahlen. Sie zeigen den anderen und spiegeln dem anderen, wo ein anderer zu weit geht. Und nur wenn der Aufwachprozess weiterhin fortschreitet, kann auch das Gegenüber in Zukunft besser erkennen, wo jemand zu weit gegangen ist. Deshalb ist auch wichtig, dass ihr aufhört, euch gegenseitig ständig zu verurteilen und auch im negativen Sinne zu beurteilen. Denn ihr wisst nicht, was im anderen vor sich geht, dass er seine Grenzen überschreitet permanent, dass er nicht merkt, dass er in Räume von anderen eindringt, wo natürliche Grenzen schon gegeben wurden. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch diese Grenzen lichtvoll und liebevoll vorstellt. Und ja, ihr könnt es auch auf die Weltkarte übertragen. Gebt in die Grenzen der Länder liebevolle Lichtgedanken hinein. Denn diese Grenzen, die sind natürlich nicht statisch. Sie können sich verändern, diese Grenzen. Und wenn diese Grenzen mit Liebe und Licht angefüllt sind, dann sind diese Grenzen nicht starr, nicht dunkel, nicht begrenzend und auch nicht einschränkend für die Menschen, sondern im Grunde geht es doch darum, dass ihr alle erkennt, dass ihr Kinder des Lichts seid, dass ihr miteinander verbunden seid und dass es diese Grenzen in Wahrheit überhaupt nicht gibt. Sie sind notwendig, so wie ich eben erklärt habe, dass jeder seinen eigenen Raum abstecken muss, dass es wichtig ist, dass jeder weiß, wo Grenzen von ihm überschritten oder verletzt wurden, denn nur so kannst du dein Selbstgefühl haben zu dir selbst und auch deinen Selbstwert schätzen. Und ebenso geht es um Ländergrenzen, denn in dieser Gemeinschaft, die da lebt, die da wirkt, hat auch jedes Land für sich seine Grenzen. Und mit Grenzen sind auch Einstellungen und Werte gemeint. Doch trotzdem erkennt, dass diese Grenzen nie feststehen sind und dass ihr diese Grenzen nicht zu einem Dogma nehmen sollt, sondern ihr sollt sie mit Licht und Liebe anfüllen und begreifen, dass ihr alle Geschwister seid. Und wenn ihr diese Gedanken hineingebt, dass ihr alle Geschwister seid und dass diese Grenzen keine Hürden mehr sind, sondern nur natürliche Absteckungen vielleicht für ein persönliches Sein und Empfinden, dass es Absteckungen sind für Länder in ihren persönlichen Empfindungen, doch niemals ein Ausschluss des anderen. Stellt euch das vor und begreift, wie es wirklich ist.
Und begreift auch, dass das Leben und das Sein nicht statisch ist. Denn es ist immer im Fluss. Ja, ich weiß um eure Fragen, die ihr habt und eure Ängste, ob es Krieg gibt, ob es sich ausweitet. Wie gesagt, ihr setzt in euren Herzen fest, wie weit etwas gehen wird. Und wenn ihr anfangt, andere auszuschließen und die Grenzen so setzt wie Mauern, dass man nicht mehr zueinander finden kann, das sind dann keine Grenzen mehr, das sind Mauern in den Herzen der Menschen und diese Mauern werden zu Mauern in Köpfen von Menschen. Und dann sind so schwere Strukturen am Wirken, die nur sehr schwierig aufgelöst werden kann. Hier besteht Trennung und hier besteht keine Liebe. Und verwandelt in Gedanken diese Betonmauern in euren Köpfen in Liebe und in Licht und in lichtvolle Begrenzungen. Und dann werden sich ganz neue Dinge in euren Herzen, in euren Gedanken ergeben und auch im Miteinander mit anderen Menschen ergeben. Ja, du kannst es aussprechen, auch mit anderen Völkern ergeben. Es werden sich neue Sichtweisen auftun. Also hört auf, einander zu verdammen und im Herzen und im Geiste euch zu begrenzen. Denn das sind dann keine gesunden Grenzen mehr. Es sind schädliche Grenzen und ihr baut Mauern zwischen den Menschen und keine Brücken. Und meine Botschaft an euch hier, unsere Botschaft an euch hier an diesem goldenen Tisch ist, stellt euch vor, wie ihr Brücken baut. Brücken in den Herzen zueinander, goldene Lichtbrücken, die alle Grenzen und jegliche Trennung überwinden, die Mauern niederreißen und Licht und Freude wachsen lassen. Denn begreift, ihr seid eine Menschheitsfamilie und trennt euch nicht voneinander. Seid gut im Herzen zueinander und ihr werdet es auch im Geiste sein. Und ihr werdet es dann auch in euren Taten sein. Ihr werdet in euren Taten lichtvoll wirken. Habt keine Angst, denn es wird alles gut werden. Habt keine Angst und fürchtet euch nicht. Baut permanent Brücken. Am Anfang sind es vielleicht nur 10, die diese Brücken bauen und dann 20 und dann 100 und dann Tausende und dann Millionen. Es ist wichtig, dass nur einer den Anfang macht, im Herzen, im Geist Brücken zu bauen und ihr glaubt noch nicht, welche Wirkung dies haben kann, selbst wenn ein Einzelner nur dafür betet, dass hier Brücken gebaut werden in den Herzen und in den Köpfen der Menschen zueinander. Also, wir sagen euch, werdet zu Brückenbauern, lasst uns zu Brückenbauern werden, denn wir hier bauen permanent Brücken in eure Herzen, um euch milde zu stimmen und euch zu zeigen, dass alles gut werden wird. Glaubt daran und dann wird es zu eurer Realität. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, ich fand die Botschaft sehr, sehr berührend und ja, möge hier jetzt abschließen, denn für mich kam die Botschaft, dass die Durchsage jetzt hier zu Ende ist. Ja, und ich fand es wirklich sehr ergreifend und werde dieses Bild heute mit in den Tag nehmen, dass wir Brücken zueinander bauen. Lichtvolle Brücken. Okay, ich danke euch. Alles Liebe. Eure Dani. Tschüss.